Und so, wenn es viel Schnee hat. Wenn es bloß ein bisschen an hat, dann ist es halt so, dass man halt. Nein, dann greift man halt doch ein bisschen dahin. In diesem Jahr schneit es mehr und länger als in den vergangenen Wintern. Seit Mitte November ist alles weiß. Davon profitiert nicht nur der Tourismus, sondern auch die Einheimischen. Es ist doch alles schön zudeckt, schön sauber, schön weiß. Und auch überhaupt halt auch der Wintersport. Das gefällt mir schon. Skifahren, Langlauf. Meistens liegt der Schnee hier bis Anfang April. Vor einigen Jahren schneite es sogar noch Anfang Mai. 5 Monate dauert der Winter im Durchschnitt und Schneeschippen ist quasi ein Volkssport. Für die Probleme der Städter haben die Landbewohner aber schon Verständnis. Man ringt sich dann vielleicht als Landpomeranze, wie man so schön sagt, ein Lächeln ab, wenn man die dann sieht, wie sie halt mit ihren Besserl und Schaufel da rumwursteln. Und halt das einfach dann schon ja, für den Verkehrsbetrieb in ein Chaos ausartet. Bei uns, wie gesagt, gehört es irgendwo dazu. In der Jachenau gab es auch schon einmal einen Winter ohne Schnee. Aber das ist schon mehr als 35 Jahre her. Das war's mit dem BR Extra für heute. Jetzt gehen wir weiter im Programm und machen eine Reise in das Herz der Schweiz. Wir tauchen ein in die Bilder einer Landschaft. Ja, und wenn Sie wollen, dann sehen wir uns heute nochmal. Und zwar um 21.20 Uhr in Glasklar, live von der Autobahnmeisterei München Nord. Wir machen uns auf den Weg und ich würde mich freuen, wenn wir uns nachher wieder sehen. Servus. Vogelgrippe ist zu einem Angstthema für viele Deutsche geworden. Seit dem Wochenende gelten besondere Schutzmaßnahmen gegen die Vogelgrippe, die bisher in 6 Bundesländern nachgewiesen werden konnte. Es ist wichtig, mit diesem Thema angemessen umzugehen. Das heißt, weder Panik hervorzurufen noch zu verharmlosen. Meine Gäste, Horst Seehofer, der Bundesminister für Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Gerd Sonnleitner, der Präsident des Deutschen Bauernverbandes und der Virologe Alexander Kekulé. In der Münchner Runde um 20.15 Uhr, gleich nach den Bildern einer Landschaft. Ein wichtiges Thema, schauen Sie rein. Die Männer von Engelberg sind Weltmeister im Seilziehen. Streiten, Raufen und der blutige Kampf waren seit eh und je die große Leidenschaft der Helvetier. Sie haben sich Cäsar widersetzt. Sie haben die Habsburger und die Burgunder geschlagen. Sie haben zu allen Zeiten ihr Land und ihre Freiheit verteidigt. Allen voran die Eidgenossen der Urkantone Uri, Schwyz und Unterwalden. Im Norden des Landes erhebt sich ein gewaltiger Berg. Einst nannte man ihn den Fragmont, geborstener Berg. In seinen Felsklüften sollen feuerspeiende Drachen hausen. In seinen Nebelschwaden wilde Riesen stapfen. Auf seinen Weiden reiten böse Hexen. Und aus seinem Grab im Alpsee steigt an einem jeden Karfreitag Pontius Pilatus, um seine blutigen Hände zu waschen. So nannte man den geborstenen Berg Pilatus. Es war bei Strafe verboten, die Totenruhe des Römers zu stören, denn man fürchtete seinen Zorn. Blitze würde er schleudern und Tod und Verderben über das Land bringen. Ein mutiger Pfarrer wagte es dennoch, in schauriger Nacht den unheimlichen Berg zu besteigen. Er warf Steine in den See und rief den Namen Pilatus. Aber es blieb ruhig. Kein Römer und kein Berggeist kam aus den Fluten. Von nun an bestiegen viele Menschen den Berg. Auf einem Maulesel beförderte man die englische Queen Victoria hinauf und den deutschen Komponisten Richard Wagner. Und da man von seinem Gipfel einen überirdisch schönen Blick hat, baute man eine Bahn auf den Berg. Durch zahlreiche Tunnel fährt die steilste Zahnradbahn der Welt auf den 2130 Meter hohen Pilatus. Um die gewaltige Steigung zu bezwingen,
greifen die Zahnräder der Bahn seitlich in eine Mittelschiene. Auf ihr klettert der Zug sicher nach oben. Eine Meisterleistung helvetischer Ingenieure, die schon sehr früh in Unterwalden ein dichtes Netz von Straßen und Bahnen angelegt haben. In gerade mal 3 Jahren haben sie in schwindelnder Höhe die kühnste Bergbahn des Landes gebaut. Zunächst mit Dampf, später mit Strom betrieben, hatte sie 1889 ihre Jungfernfahrt. Tapfer hält sie bis auf den heutigen Tag durch, an Wäldern und Almen vorbei, an der schroffen Eselwand entlang, bis zur Bergstation. Dort erwartet den Fremden ein modernes Hotel, Bellevue, und ein altehrwürdiges, das Pilatus Kulm, und ein herrlicher Blick ins Land. 3 Kantone teilen sich in den Berg, der Kanton Luzern und die Halbkantone Ob und Nidwalden. Ob und Nidwalden zusammen ergeben den Kanton Unterwalden. Der Blick von Pilatus geht auf den Bürgenstock im Vierwaldstätter See und ins weite Tal der Sarner Ahr. Neben dem engen Melchtal und dem Hochtal von Lungern prägt es die Talgemeinde Obwalden. Bei Alpnachstadt fließt die Sarner Ahr in den Alpnacher See, einen der vielen Seitenarme des Vierwaldstätter Sees. Hier legen die Schiffe aus Luzern an. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts gleiten feierlich und stolz die Schaufelraddampfer der Vereinten Salonschifffahrtsgesellschaften über den See. Sie führen Namen wie Gallia oder Rütli, Schiller oder Unterwalden. Die Erschließung durch Bahn und Schiff und Straße haben das schwer zugängliche Land dem Fremdenverkehr geöffnet. Besucher aus aller Welt strömen seitdem zur Pilatusbahn oder der Ahr entlang ins Sarnertal nach Sarnen, dem Hauptort von Obwalden. Den Marktplatz säumen bunte Bürgerhäuser und die Dorfkapelle mit der Renaissance-Fassade. Einen Brunnen krönt die Statue des allgegenwärtigen heiligen Niklaus von Flüe. Droben auf dem Landenberg, vor dem Schützenhaus und dem alten Zeughaus, haben die freien Bürger und Bauern ihre Landgemeinden, ihre politischen Versammlungen abgehalten. Noch bis 1998 fanden hier die Volksabstimmungen per Handzeichen statt. An die Zeit der Adelsherrschaft erinnert der Pulverturm an der Ahr. Aber schon sehr früh, im 13. Jahrhundert, haben Ob und Nidwalden gleichermaßen das Joch der Habsburger abgeschüttelt und sich dem ewigen Bund der Waldstädte angeschlossen. Sie blieben trotzdem souverän. Sie haben ihre eigene Politik gemacht, sie haben ihr eigenes Rathaus gebaut, sie haben ihr eigenes Recht gesprochen, sie haben sich ihre Unabhängigkeit bewahrt. Und das hat die Menschen bis heute geprägt, meint der Gemeindepräsident von Sarnen, Werner Staufer. Wir haben da eine relativ herbe Landschaft. Das ist ein Gebiet, das besondere Anstrengungen abfordert. Ich denke da an die Bachverbauungen, an die Bergstraßen und so weiter. Das prägt natürlich die Einwohner. Sie sind vielleicht im ersten Moment gegenüber fremden Einflüssen vielleicht zurückhaltend, kann vielleicht auch sagen, etwas eigensinnig. Das ist aber nur oberflächliche Beurteilung. Wenn Sie mal die fremde Angelegenheit verstehen oder fremde Leute kennenlernen, dann sind sie sehr offen und sehr kooperativ. Die Eidgenossen sind überwiegend protestantisch, die Unterwaldner überwiegend katholisch. Jedes Jahr im Juli wird auf der LG Alb über dem Sarner See eine Bergmesse gefeiert. Mit Predigt und Gebet. Und zum Lobe Gottes wird gejodelt. Wer Wein trinkt, schläft gut. Wer gut schläft, sündigt nicht. Wer nicht sündigt, kommt in den Himmel. Also wünsche ich allen einen guten Sonntag. Gehen wir hin im Frieden. Oh!
Die Elge Alp ist das geografische Zentrum der Schweiz. Eine Pyramide zeigt es an, das Herz der Schweiz. Die Gegend hier ist auch der geistliche Mittelpunkt des Landes. Hier hat der Bruder Klaus von Flüe gelebt, der sich für seinen tiefen Glauben von seiner Familie getrennt hat. Eine Ururenkelin des Heiligen führt heute auf der Alp ein kleines Berggasthaus. Esther von Flüe. Ja, es ist ein erstaunlicher Heiliger, weil er ja eine Familie mit 10 Kindern hatte. Und er gehört auch heute noch voll zu uns. Ich bin jetzt in der 16. Generation der direkten Linie. Es gibt verschiedene Zweige der Familie von Flüe, die wir hier aufweisen. In der Familie gibt es sehr viele Leute, die ihn speziell noch spüren, auch spezielle Berufe ausüben im Diplomatenbereich, im Spezialbereich der Ärzte, Chirurgen. Sie sind weltweit überall zu finden, Abstammung von Bruder Klaus. Und wir freuen uns, dass er auch heute noch so aktuell ist und uns eigentlich ein Vorbild ist. Und deswegen ist es auch für viele Pilger, ist er noch ein Heiliger, der sehr nahe ist. Niklaus von Flüe war Einsiedler im Melchtal, aber zuvor ein wohlhabender Bauer im nahen Flüeli. Er war Ehemann und Vater, Richter und Ratsherr. Er hat sich aller irdischen Ämter und Würden entledigt, um nur Gott zu dienen. In der wilden Ranftschlucht hat er sich eine Klause gebaut. Neben der Klause hat man später eine Kapelle errichtet. In dem einfachen, kargen Raum befinden sich an der Chorwand zwei Heiligenfiguren und ein frühgotischer Kruzifixus. Alles hier atmet Armut und Demut und tiefe Gläubigkeit. Bildtafeln erzählen die Lebensgeschichte des Heiligen. Schon als Knabe versenkt er sich tief ins Gebet. Und er hat eine Vision. Er sieht einen hohen Turm an der Stelle, an der später seine Klause stehen wird. Wie ein Turm wird er dem Volk Halt und Orientierung geben. Der Rottmeister von Flüe im Heerlager. Auch hier gibt dem jungen Mann das Gebet Trost und Kraft und schützt ihn vor dem rauen Leben der Soldateska, vor Spiel- und Trinkgelage. In seinem 50. Lebensjahr verlässt er mit ihrem Einverständnis seine Frau Dorothea und die Kinder. Er wird in die Fremde gehen, um sein Leben als Pilger zu vollenden. Der Ruf Gottes ist stärker als alle Güter und alle Liebe dieser Welt. Auf seinem Pilgerweg nahe bei Basel in Liestal durchsticht ihm vom hohen Himmel herab ein Engel den Leib. Von da an isst und trinkt er nicht mehr, er betet und fastet. Gott erscheint ihm als Herrscher in einem Kreis, der Himmel und Erde umschließt, und führt ihn zurück in die Heimat. Die Zelle in der Ranftschlucht zeugt heute noch vom entbehrungsreichen Leben des Heiligen, den sie hier Bruder Klaus nennen. Es ist ein kleiner, dunkler Raum mit einer schmalen Pritsche als Schlafstatt und einem Stein als Kopfkissen. Verlässt man die enge Klause und die tiefe Ranftschlucht, breitet sich, weit und froh, der Sarner See. Auf den Höhen seiner Ufer geht man durch die Gärten und Felder, die der Bauer Niklaus einst bestellt hat, hinunter nach Sachsen am See, wo der Heilige begraben liegt. Die Schweiz hat viele Sprachen und Temperamente, aber sie hat nur einen Heiligen, der alle vereint. Bruder Klaus ist nicht nur ein ökumenischer Heiliger, den Katholiken und Protestanten verehren, er ist auch ein politischer Heiliger. Man zählt das Jahr 1481. Die armen Landkantone fühlen sich von den reichen Stadtkantonen bedroht. Man ist heillos zerstritten. Man trifft sich in Stans, in Nidwalden. Man kann sich nicht einigen. Es droht Krieg. Im letzten Augenblick schlichtet der von allen verehrte Bruder Klaus und rettet die Einheit der Eidgenossenschaft. In der Pfarrkirche von Sachsen ist der heilige Niklaus beigesetzt. Die weiß gekalkten Wände und der Sandstein aus dem Melchtal, der wie schwarzer Marmor anmutet, geben der Kirche einen feierlichen Ernst. Das Altarblatt zeigt die Aufnahme der Gottesmutter in den Himmel. Die Statuen der Kirchenpatrone flankieren das Bild. Zur Linken der heilige Theodul, zur Rechten Mauritius, der Märtyrer der Thebäischen Legion.
In einem gläsernen Schrein ruht eine in Silber getriebene Figur mit den Gebeinen des Bruder Klaus. Der Vatikan hat ihn 1947 heilig gesprochen. Aber die Menschen hier haben ihn schon zu seinen Lebzeiten als einen Heiligen verehrt. Man nehme Nüsse und Haferflocken, Sultaninen, Äpfel, Aprikosen, alles aus biologischem Anbau, Honig, etwas Roggen, etwas Weizen, gieße über alles Milch und fertig ist das Birchermüsli. Was hier produziert wird, ist weit über die Grenzen Obwaldens hinaus berühmt. Wer hätte gedacht, dass auch das Birchermüsli mit dem heiligen Niklaus von Flüe zu tun hat? Ein Wallfahrer aus Deutschland namens Hipp hat das große Unternehmen Biofamilia gegründet. Der Geschäftsführer Hans-Peter Binz erinnert sich. Ohne Bruder Klaus gibt es die Biofamilia nicht. Und zwar ist es so, dass auch der Vater, eben der Georg Hipp, war sehr religiös, hat hier eigentlich im Flüeri Ramft verkehrt und wurde dann angefragt von der Wirtschaftsförderung, weil man wusste, Hipp Deutschland, das ist eine größere Firma, der hat sicher Geld, will etwas vielleicht auch investieren in der Schweiz, hat man ihn angefragt, ob er bereit wäre, eine Firma aufzubauen, und da war er einverstanden. Und so ist dann ist diese Biofamilia gegründet worden. Das ist aber zuerst eigentlich nicht so gut gelaufen. Man hat diese Babynahrung von Deutschland importiert. Das war nicht so gefragt. Und dann musste man aufhören und etwas Neues probieren. Und dann ist man auf diese Idee gekommen, Birchermüsli herzustellen. Das ist ja eine schweizerische Nationalspeise. Und wir sind sehr stolz darauf, dass dieses Produkt heute weltweit einen Erfolg hat. Und ich glaube, ohne Biofamilia wäre das nicht möglich gewesen. Rot-weißer Schlüssel auf weiß-rotem Feld, das Wappen von Obwalden und die Fahnen von Maxon Motor wehen vor alten Bauernhäusern und einem modernen Fabrikgelände. In ihm werden hochsensible Klein- und Kleinstmotoren hergestellt. Das Herzstück der Motoren ist ein eisenloser Rotor mit Kupferwicklung, ein Patent von Maxon Motor. Die Motorenwerke sind der größte Arbeitgeber in Obwalden. 1000 Menschen arbeiten für Maxon. Das ist viel, wenn man bedenkt, dass der Halbkanton Obwalden nur 32.000 Einwohner zählt. Die meisten von ihnen finden ihr Auskommen in Industrie und Dienstleistung, der geringere Teil in Land- und Forstwirtschaft. Der steuergünstige Industriestandort Sachsen hat gute Chancen für die Zukunft. Maxon liefert in alle Welt und weiter noch ins All. Seine Minimotoren sind im Auto, Handy, in medizinischen Geräten, Fotoapparaten und im Marsmobil. Der Geschäftsführer Jürgen Meyer ist stolz auf das Unternehmen. Wenn man durch das schöne Obwaldener Tal, Sanaatal fährt, wird man nicht glauben, dass hier die weltgrößte feinwerktechnische, hochpräzise Motorfirma zu Hause ist. Und da kann man sich natürlich die Frage stellen, warum sind wir in Obwalden zu Hause? Weil das so eine typisch schweizerische Eigenschaft ist, die Feinwerktechnik. Und speziell die Leute im Kanton Obwalden haben die Befähigung, kleinste Teile zu montieren. Ganz stolz sind wir natürlich, dass wir mit unseren Produkten im Weltraum sind und ganz speziell jetzt mit dem Spirit and Opportunity am Mars. Und das möchte ich gerne da jetzt zeigen. Zwei Mars-Rover, Spirit und Opportunity genannt, sind im Januar 2004 auf dem Mars gelandet. Was die Rover bewegt, ihre Teleskoparme ausfährt und die Arbeitsgeräte positioniert, sind 39 Kleinstmotoren aus Sachsen. Mit ihrer Hilfe fahnden die Roboter nach Wasser und untersuchen das Gestein. Geheimnisvoll ist die rote Wüste auf dem Mars. Aber schöner ist es am Lungerer See in Obwalden. Das Lungerer Tal und der See sind ein Ferienparadies am Weg zum Brünigpass, wo die Menschen malerische Bauernhäuser an die Talhänge gebaut haben und wo der liebe Gott die schönsten Blumen wachsen lässt. Thank you.
Gleich einer Riesenraupe erklimmt die Bahn den Brünigpass. Die Brünigbahn passt sich der Landschaft an. In der Ebene ist sie ein ganz gemeiner Schienenzug. Hier am Berg verwandelt sie sich in eine Zahnradbahn. Schon die Römer sind den Brünig heraufgezogen. Im Mittelalter waren es Händler und Pilger, die vom Gotthard kamen oder vom Thuner See. Heute bringen Bahn und Straße Tausende über den Berg oder zum Schwingfest auf die Passhöhe. Die Küche dampft, 6 Uhr morgens, Wochenende, August. Die Schwinget-Festwirtschaft hat eröffnet. Von überall her sind sie gekommen. Die Reise hat sie hungrig und durstig gemacht. Es gibt deftig zu essen und herzhaft zu trinken. Sehr beliebt ist Kaffee Lutz. Dünner Kaffee mit Zucker und Träsch, einem Birnen- oder Apfelschnaps. Der ganze Platz duftet danach. Das Schwinget ist eröffnet. Schwingen ist ein Zweikampf, eine Art Ringen, meist in einer Arena auf Sägemehlplätzen ausgetragen. Die Kämpfer fassen mit der rechten Hand den Hosengurt des Gegners, um ihn aus dieser Position in das Sägemehl zu werfen, ihn zu schwingen. Alle Griffe sind streng reglementiert und werden streng überwacht. Der Gang ist entschieden, wenn einer der Kämpfer mit dem Rücken den Boden berührt. Die Schweiz ist alt, das Schwingen ist älter. Der Rütli-Schwur war 1291. Die ersten Schwinger werden um 1230 gemeldet. Schwingen ist der Schweizer Nationalsport. Die Soest von Stans Staat, ein Zoll- und Lagerhaus am Hafen. Hier stieß ein französisches Invasionsheer auf den entschlossenen Widerstand der Nidwaldner. Die französische Revolution hatte auch Folgen für die Schweiz. Der lockere Bund der Eidgenossen sollte in eine zentral gelenkte helvetische Republik verwandelt werden. Ein Großteil der alten Kantone am Vierwaldstätter See fügte sich. Ein geringer Teil widersetzte sich, allen voran Nidwalden. Der Schnitzturm von Stans Staat ist das Symbol des Widerstandes. Von ihm aus verteidigen die Nidwaldner den Hafen. Die Franzosen greifen von Luzern kommend mit großen Schiffen an und werden mehrmals abgeschlagen. Es gelingt ihnen, an anderer Stelle zu landen und Stans Staat von der Flanke herzunehmen. Die Verteidiger ziehen sich zurück und vereinigen sich bei Allweg nahe Stans mit der Hauptstreitmacht der Nidwaldner. Die Franzosen rücken nach. Im Norden von Stans Staat, im Süden vom Brünig her. Nidwalden ist in der Zange. 8000 Franzosen mit moderner Artillerie stehen 1500 Scharfschützen mit alten Kanonen gegenüber. Ein erbitterter Kampf entbrennt. Um jedes Haus, um jeden Hang. Die Franzosen obsiegen. Es hebt ein fürchterliches Morden, Rauben und Sengen an. Die Wut über ihren hohen Blutzoll macht sie zu Furien. Sie töten Frauen und Kinder. Sie brennen ganze Dörfer nieder. Dem Freiheitswillen der Nidwaldner, die in diesem ungleichen Kampf unterlagen, haben ihre Nachfahren später am Allweg ein Denkmal gesetzt. Es erinnert an ihren mutigen Kampf und an die Grauen des 9. September 1798. Im Zweiten Weltkrieg waren die Schweizer trotz ihrer Neutralität bedroht. Nach der Niederlage Frankreichs fürchteten sie einen Angriff Nazi-Deutschlands. In Führigen in Nidwalden haben sie eine bombensichere Festung in den Fels geschlagen. Mit einem weit verzweigten Stollensystem hat die Armee über ein grandioses Bollwerk verfügt. Es war autark. Mit Vorratslagern, Schlafräumen, Küche und Krankenrevier und den Beobachtungs- und Artilleriestationen hätte es einer langen Belagerung standhalten können. Man hätte den Feind ins Land gelassen. Die Verteidigung der Niederungen sollte hinhaltend sein. Der Krieg im Gebirge sollte den Kampf entscheiden. Führigen war nur eine von vielen Festungen des Réduit, der Verteidigungsanlage des Alpenraums.
die erst Ende des Kalten Krieges stillgelegt wurde. Das heutige Militärmuseum wird von ehemaligen Angehörigen des Festungswachtkorps betreut. Der Gefreite Alois Siedler und der Major Josef Amstadt demonstrieren die Funktionstüchtigkeit einer Artilleriekanone. Jetzt könnten wir schießen. Die weithin sichtbaren Schießscharten konnte man mittels Tarnung verschließen. Die Tarnung bestand aus einer täuschend echten Felsimitation, die den waffenstrotzenden Berg nach dem Feuergefecht in ein friedliches Idyll zurückverwandelte. Die Schweiz ist eines der kleinsten Länder Europas, aber sie hat auch nach dem Zweiten Weltkrieg eine schlagkräftige Armee. Ihre Sollstärke beläuft sich nach einer großen Revision immer noch auf 200.000 Mann. Aus dem Heer der viel gefürchteten Landsknechte des Mittelalters und der schwer bewaffneten Grenzbesetzer der Weltkriege wurde ein modernes Instrument des Bevölkerungsschutzes. In Alpnach am Vierwaldstätter See unterhält die Luftwaffe einen Flugplatz, der wegen seiner Lage in den Bergen den Piloten höchstes Können abverlangt. Die Eidgenossin des 21. Jahrhunderts darf nicht nur wählen, sie darf auch fliegen. Frau Hauptmann Sibylle Frey. Mein Traum war schon immer das Fliegen. Seit einigen Jahren trifft man in Schweizer Cockpits von Militärflugzeugen jetzt auch Frauen an. Aber die Aufgaben haben sich ein bisschen geändert. Wir arbeiten auch viel mit zivilen Stellen zusammen, mit der Polizei, mit dem Zivilschutz oder wir arbeiten auch für Bauern. Aber es ist wie im Ausland auch, uns geht auch langsam das Geld aus. Und hier in Alpnach ist eine richtige Airbase noch. Nicht weit weg von hier ist Buox. Da fehlt aber leider das Geld und deshalb ist es jetzt eine Sleeping Airbase und dort sind zivile Flugzeuge jetzt. Neben der Sleeping Base von Buox, dem zivilen Flugplatz für Zeppeline und Sportflieger, befindet sich das Flugzeugwerk Pilatus. Auch im Halbkanton Nidwalden arbeiten die meisten der 38.000 Einwohner in Industrie und Dienstleistung. Was für die Obwaldener Maxen Motor, ist für die Nidwaldener Pilatus. Ein Unternehmen mit weltweitem Markt. Pilatus verkauft Trainer nach Irland, Transporter nach Amerika und die PC-12 für den Royal Flying Doctor Service, für die fliegenden Ärzte nach Australien. Die Pilatus-Werke liegen am Fuß des Bürgenbergs. Im Bürgenberg ist das Festungswerk Führigen. Und auf dem Bürgenberg befindet sich der Kurort Bürgenstock mit dem mondänen Hoteldorf des Fin de Siècle. Ein Obwaldner Bauernsohn hat eine Alm gekauft, ein Hotel, eine Straße und eine Bahn gebaut. Das war 1873. Heute ist Bürgenstock eine der schönsten Hotelanlagen der Welt. Eisenhower und Ben-Gurion waren hier, Charlie Chaplin, der König von Schweden und die Königin von Spanien. Marcel Marceau hat seine Pantomimen gezeigt. Und Horowitz hat Chopin gespielt. Die Großen und Reichen haben in der Bergwelt des Bürgenstock Politik und Geschäfte gemacht. Und sie haben geheiratet. Der Bürgenstock hat sein eigenes Postamt, sein eigenes Elektrizitätswerk und seine eigene Kapelle. Audrey Hepburn und Mel Ferrer wurden hier getraut, Sophia Loren und Carlo Ponti. Und der Bürgenstock hat auch seinen eigenen Aussichtspunkt. Auf seinen höchsten Gipfel ließ der Bauernsohn aus Obwalden, er hieß Josef Bucher, einen Lift bauen. Er war damals und ist heute noch eine technische Sensation. Der höchste freistehende Aufzug Europas. Mit einer Geschwindigkeit von 3,15 Meter in der Sekunde prescht er die 152 Meter von der Talstation zum Gipfel empor.
Von hier bietet sich dem staunenden Gast ein atemberaubendes Panorama. Auf den Vierwaldstätter See, auf den Fitznauer und den Gersauer Stock und auf den dräuenden Pilatus. Ob der Blick vom Berg auf den See oder vom See auf den Berg, auf die Mythen bei Schwyz, der Vierwaldstätter See hat viele Gesichter. Ein drohendes, ein erhabenes, ein lächelndes. Südlich vom Bürgenstock geht eine der frühen Standseilbahnen auf das Stanser Horn. Sie entstammt jener Zeit, in der man auf jeden Berg in Unterwalden eine Bahn gebaut hat. Rolf Wild aus Weggis ist bei der Stanser Hornbahn beschäftigt. Es ist einfach eine Standseilbahn, weil die Bahn ist am Boden, wird aber von einem Seil gezogen. Dann gibt es die Luftseilbahn, das ist logisch. Und dann gibt es natürlich die Zahnradbahn. Und dann gäbe es ja noch die Adhäsionsbahn, was die SBB oder die DB wäre. Und wenn man in Feinheiten geht, gäbe es natürlich bei der Luftseilbahn verschiedene Varianten. Es gibt eine Umlenkbahn, es gibt eine Pendelbahn, je nach Bauart und je nach Beförderungsvermögen. Voilà. Wie funktioniert eine Standseilbahn? Zwei auf Schienen laufende Wagen, die gleichzeitig auf- und abfahren, sind durch ein Drahtseil miteinander verbunden. Sie werden durch einen Motor unterstützt, in diesem Fall einen elektrischen. Die Stanser Hornbahn ist die erste elektrische Bergbahn der Schweiz. Und wer hat die Bahn gebaut? Josef Bucher. Die Hotels am Bürgenstock haben ihn reich gemacht. Und andere kamen hinzu, in Lugano und Genua, das Quirinal in Rom, das Semiramis in Kairo. Nun konnte sich der Hotelier seiner großen Leidenschaft widmen, dem Bau von Bergbahnen. Das Stanser Horn ist mit knapp 1900 Metern nicht so hoch wie der Pilatus, aber der Rundblick vom Gipfel ist nicht weniger imposant. Vom Rondorama, vom Drehrestaurant der Bergstation, sieht man bei schönem Wetter in der Ferne die Urner und die Berner Alpen. Und man sieht aus nächster Nähe Unterwalden. Unterwalden ob dem Wald und Unterwalden mit dem Wald. Vom Stanser Horn gibt es Wanderwege in alle Täler. Einer der schönsten geht über die Rinderalp nach Stans, dem Hauptort von Nidwalden. Wie Sarnen, der Hauptort von Obwalden, ist auch Stans keine Stadt, sondern ein Dorf. An einem großzügigen Marktplatz findet man vornehme Gasthäuser und die große Pfarrkirche, die einst das Gotteshaus für das ganze Engelberger Tal war. Auf dem alten Friedhof steht das Beinhaus und einen Steinwurf entfernt das Kloster St. Clara, in dem der Pädagoge Heinrich Pestalozzi nach dem Franzosenüberfall ein Waisenhaus eingerichtet hat. Adelige Grundherren und fremde Klöster hatten reiche Güter im Tal. Verwaltungs- und Gerichtsgebäude wie die Rosenburg zeugen von ihrer Macht. Gegen das Joch der Obrigkeit kämpfte Arnold von Winkelried. Am Dorfplatz hat man ihm ein Denkmal gesetzt. Besser gesagt zwei, ein altes und ein neues. Es war 1386. Die Habsburger wollten ihre Herrschaft zurückgewinnen. Bei Sempach nahe Luzern kam es zur Schlacht. Gegen die Phalanx der Ritter kamen die Schweizer nicht an. Arnold von Winkelried fasste sich ein Herz. Sorgt für mein Weib und die Kinder, rief er, stürzte sich auf den Feind, zog ein Bündel Habsburger Spieße auf sich, die sich tief in seine Heldenbrust bohrten, und schuf so seinen Mitstreitern eine Bresche. Die Bresche verhalf zum Sieg. Der Mann aus Stans starb. Aber die Schweiz war nun endgültig ein freies Land. Arnold von Winkelried ist Legende. Vielfach bezeugt hingegen ist das ruhmreiche Leben des Ritters Melchior Lussi. Im Winkelried-Haus im Oberdorf von Stans hat er gelebt. Er war ein bedeutender Politiker des Kantons, ein glühender Verehrer des Bruder Klaus und ein erbitterter Gegner der Reformation, die sich in Unterwalden dann auch nicht durchsetzen konnte. Lussi war Gesandter beim Konzil zu Trient. Er war im Heiligen Land, er war in Santiago de Compostela.
Ein Fresko im Winkelriedhaus zeigt ihn als Jakobspilger. Der Ritter Lucy war auch ein großer Bauherr. In Stans lässt er ein Adelspalais und ein Kapuzinerkloster errichten. In Wolfenschießen baut er das Höchhaus. Mit einem schlanken Firstreiter auf einem Satteldach, in der dunklen Holzfassade kleine Fenster mit Butzenscheiben, ist es der Idealtypus eines Innerschweizer Herrensitzes. Ein Renaissancehaus aus Holz. Lucy hat viele Nachkommen in Nidwalden. Auch heute noch ist das Opferlamm das Familienwappen der katholischen Lucy. Durch das grüne Tal der Engelberger Ahr fährt die rote Bahn der LSE, der Luzern-Stans-Engelberg-Linie. Wie die Brünigbahn ist auch sie eine Schienenbahn, die am Berg zur Zahnradbahn mutiert. Der Ort am Talabschluss heißt Engelberg, eine Obwaldner Exklave in Nidwalden. In stiller Eintracht wehen die Fahnen von Engelberg und den beiden Halbkantonen vor den Hotelpalästen. Engelberg ist einer der ältesten Ferienorte der Schweiz. Bis 1798 war es ein eigener Staat, dessen weltliches Oberhaupt der Abt des Klosters Engelberg war. Die Benediktinerabtei wurde 1120 gegründet. Ein verheerender Brand hat sie im 18. Jahrhundert zerstört. Im barocken Stil hat man sie wieder aufgebaut. Die Abtei unterstand lange Zeit der Diözese Konstanz. Neben einheimischen Künstlern haben auch Baumeister und Maler aus Vorarlberg und Schwaben in der Klosterkirche gearbeitet. Es ist kein reicher, verschwenderischer Barock, wie in den Klosterkirchen von Einsiedeln oder St. Gallen, sondern ein selten vornehmer, sparsam in Zierrat und Gold. Josef Anton Feichtmeier aus Salem schuf die Stuckaturen, das Presbyterium und den Hochaltar. Das Altarblatt, die Himmelfahrt Mariens, ist ein Werk des Franz Josef Spiegler aus Wangen im Allgäu. In zarten, verhaltenen Farben malt er die Menschen, die das Wunder bestaunen. Ihr Blick führt hinauf zur Mutter Gottes, die verklärt und entrückt in das leuchtende Licht des Himmels schwebt. Die Deckenfresken erzählen das Marienleben. Sie entstammen der Deschwanden-Schule des 19. Jahrhunderts, Schweizer Maler, die den römischen Nazarenern nahestanden. Sie haben in starken Farben und expressiven Gebärden gemalt. Ein Diener gießt Wein ein, ein anderer trägt ihn geschäftig die Treppe hinauf. Es wird ein Festmahl gezeigt, die Hochzeit zu Kanaan. Eine andere Szene ist still, starr und von großer Trauer. Die Beweinung Christi. Josef von Arimathea bat den Pilatus, den Leichnam Jesu abnehmen zu dürfen. Pilatus erlaubte es. Es kam auch Nikodemus und brachte Myrrhe und Aloe. Sie nahmen den Leichnam ab und banden ihn mit Leinenbinden. Hundert Jahre nach dem Neubau des Klosters kam einer der ersten Touristen nach Engelberg, der Komponist Felix Mendelssohn Bartholdy. Er kam zum Wandern, aber die Engelberger Mönche haben ihn sofort vereinnahmt. In einem Konzert mit dem Klosterorchester musste er die Orgel schlagen. Die Orgel ist gleich neben den Chorstühlen, so nahm ich meinen Platz mitten unter den Patres. Neben mir strich ein böser Benediktiner den Kontrabass, einige andere Geige. Die Patres, von denen Mendelssohn spricht, sind immer noch da. Seit 900 Jahren sind sie da. Und sie leben immer noch nach der Regel des heiligen Benedikt. Sie leben und arbeiten zum Lob Gottes. Sie sind Schreiner, Gärtner und Zimmermann. Das Kloster hat Wirtschaftsbetriebe, ein Internat und verschiedene Schulen. Und ein Gutteil der 40 Mönche, die das Kloster heute zählt, sind Lehrer. Für Mathematik und Wirtschaftskunde, für Englisch und Griechisch und natürlich auch für Religion. Das Kloster ist ein Ort der Kontemplation
und ein bedeutendes Kulturzentrum der Schweiz. Die Anfänge der Bibliothek mit 200.000 Druckwerken und Handschriften gehen bis ins 12. Jahrhundert zurück. Der zweite Abt des Klosters, Mönch Frowin, begründete ein Skriptorium, das weit über die Klostermauern hinaus bekannt wurde. Eine der kostbarsten Handschriften ist die Frowin-Bibel. Das Widmungsbild zeigt in feinen Linien und sparsamen Farben den Schreiber und den Auftraggeber, Abt Frowin. Der heutige Abt von Engelberg ist Dr. Berchtold Müller. Engelberg ist ein wunderbares Tal. Wir freuen uns, dass wir hier leben dürfen. Wir legen auch großen Wert darauf, dass dieses Tal erhalten wird in seiner Schönheit und gleichzeitig auch mit dem Gleichgewicht des monastischen Lebens. Das heißt, dass wir hier in Ruhe und konzentriert unserer Arbeit nachgehen können. Es liegt uns viel daran, dieses Gleichgewicht zu bewahren, auch in Zukunft bei den Herausforderungen, die das moderne Leben stellt. Und ich denke, das ist ein Dienst nicht nur für das Kloster, sondern für das ganze Tal. Kloster und Gebirge, der Gipfel des Titlis und das Tal sind untrennbar miteinander verbunden. Der Wanderer Mendelssohn Bartholdy schreibt: Das Grün in Unterwalden ist herrlicher als in irgendeinem Kanton. Den Fuß in den Wiesen hat der runde, mit Schnee belastete Titlis. Mit 3239 Metern ist der eisbedeckte Titlis die höchste Erhebung der Zentralschweiz. Und in Unterwalden das meistgesuchte Ziel der Wintersportler, auch im Sommer. Viele Bergbahnen und Lifte bringen viele Menschen zum Skifahren und Snowboarden oder nur zum ganz einfachen Gehen und Stehen auf dem Eis. Aus aller Herren Länder fahren sie zum Titlis, aus Afrika, Amerika und Indien. Wie der Titlis so hoch, so groß ist die Gastfreundschaft im Herzen der Schweiz. Wo einst die Engländer als Urgroßväter des Alpinismus die merkwürdige Idee hatten, die Berge zu ersteigen. Weltoffenheit und Internationalität sind einem Land, das viele Sprachen spricht, schon immer selbstverständlich gewesen. Ganz selbstverständlich haben sich die Völker der Schweiz auch ihre Eigenheiten in Kantonen und Gemeinden bis heute bewahrt. Die Engelberger sind die Weltmeister im Seilziehen. Sie sind große Bergsteiger und Gletschertrecker und große Patrioten. Und wenn ein staunender Fremder ins Tal hinunterschaut und fragt, wohin das schöne Land gehört, dann sagen sie: Wir sind nicht mit dem Wald. Wir sind nicht ob dem Wald. Wir sind Engelberg, der Himmel auf Erden. War es doch ein Engel, der den Menschen den Ort gezeigt hat für ein Kloster und ein Dorf in einem grünen Tal und an einem weißen Berg.